Hallo, liebe Sternenreisende. Wir sind Zakor und Tumlu, Community-Moderatoren im Community-Forum von Writing Bull. Das ist der Kanal für Strategiespiele von Writing Bull, aber wir sind als Gäste hier sozusagen und stellen ein Event vor, den Kampf um Galaxie WB02. Das ist ein Rollenspiel-Event und Tumlu wird gleich noch mehr dazu sagen. Ja, ganz genau. Das ist ein Event. Der eine oder andere wird schon erfahren haben aus den vorherigen Folgen. Wir sind nämlich schon in der vierten Folge mittlerweile. Es ist wie gesagt ein Roleplay-Event und das erstreckt sich nicht nur hier auf dem YouTube-Kanal, sondern läuft auch in unserem Forum, community.writingbull.de. Und wir haben hier tatsächlich 10 erfahrene Roleplayer, die auch alle dort im Forum eigene Fäden haben, wo sie einfach ein wenig Tagebuch führen, ein wenig berichten über die Geschehnisse und so weiter. Da könnt ihr auch mit reinschauen, da gibt es immer wieder neue Informationen und ist mit Sicherheit mal ein Blick wert. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Gibst du das Signal? Jo, gerade rausgegangen. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Wir haben ja gerade uns schon ein wenig beraten in der Abwesenheit der Zuschauer quasi. Und wir haben doch hier mittlerweile eine Grenzlinie fast schon und wollten uns mal die beiden Beteiligten herholen. Nämlich Urun Nämlich du von den von wem? Süsterren Astru und Wild Weasel von den Kazulma. Genau, und die beiden vertreten ja so ein bisschen auch unsere Ideologie, haben wir uns ja ausgemacht. Die werden sozusagen ein bisschen unsere Mitarbeiter sein, damit wir auch tatsächliche Machtprojektion in der Galaxie haben. Und die holen wir uns jetzt mal zum Gespräch. Dann macht das mal. Wir haben den beiden auch schon angekündigt, dass wir sie herholen. Also, sie wissen schon Bescheid. Wir waren sowieso gerade am Sprechen, ja. Ja, seid gegrüßt, Seid Ja, auch wir ihr waren auch gegrüßt. gerade in einer Hallo. intergalaktischen Konferenz zwischen dem Reich des dunklen Phönix Kazumar und Urun, wie nennt ihr euch nochmal? Wir sind das Sylzer in Astrum. Ja, also wir haben uns ja jetzt entdeckt. Er hat uns schon etwas überrascht, dass es da andere sternfahrende Völker gibt. Aber gut, ja. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir mit diesem Volk umgehen sollen. Also Was genau irritiert euch denn an uns? ja, dass ihr habt ja den, wir nennen es immer etwas herablassend, den Therma-Schnelltest nicht bestanden. Also als wir euch im Namen von Therma gegrüßt haben, wusstet ihr nicht genau, was ihr damit anfangen sollte. Seid ihr nicht, glaubt ihr nicht an die dunkle Mutter? Um ehrlich zu sein, haben wir uns noch nicht entschieden, woran wir glauben. Wir sind ein Volk, das durchaus sehr spirituell ist, aber bis jetzt eher nach einem Kodex gelebt hat, ohne feste Götter. Ja, da können wir euch doch gerne dabei helfen, hier zum Glauben zu finden. Also da werden wir sicherlich, können wir gerne weiter unsere Beziehungen vertiefen und einige Missionare schicken. Missionare möchtet ihr schicken. Ihr könnt uns gerne über eure Götter aufklären, wenn ihr möchtet. Was haben wir vor? Haben wir vor? Gut. Das ist prinzipiell kein Problem. Ja. Wir sind immer offen für Neues. Orun, was sagt ihr denn zu den Geschehnissen im Evrov-System? Die beobachten auch wir gerade. Das Evrov-System. Wer redet denn über das Kampfhandlungen. Evrov-System? Kampfhandlungen gegen frühe Raumfahrende. Ihr attackiert ein frühes Volk? Dort gab es eine Rasse, die haben wir als wert geschätzt, dass sie unserem Pantheon folgen darf. Und dementsprechend werden wir ihnen natürlich auch Missionare schicken. Das heißt mit anderen Worten, ihr wollt sie aufklären, erleuchten. Genau, wir wollen sie aufklären, auf den richtigen Weg führen und ja, vielleicht ein wenig dem Saris-Spiel, wie wir es nennen, frönen. Okay, heißt das, dass ihr militärische Einheiten dorthin schickt? Ja, natürlich, natürlich. Warum braucht ihr denn militärische Einheiten, um sie von euren Glauben zu überzeugen? Sie waren nicht anders verständlich, also sie mussten Natürlich. da überzeugt werden.
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass ihr andere Völker erobert. Ihr könnt gerne Missionare dorthin schicken oder auch zu uns, aber militärische Aufklärung ist prinzipiell nicht erwünscht. Ich glaube, das ist inzwischen zu spät. Dann, mit den niederen Völkern dagegen, ich finde das nicht gut, aber ich werde es euch natürlich nicht verbieten. Aber bei uns möchte ich das bitte nicht. Das werden wir dann sehen, wie sich das weiterentwickelt. Nee, das werden wir gar nicht sehen. Bei uns wird nicht militärisch aufgeklärt. Entweder ihr überzeugt uns auf friedlichem Weg oder eben nicht. Gut. Ja, dann wissen wir ja, wie wir da miteinander umgehen können. Ja, ich sehe hier auch keine wirkliche Basis für eine Zusammenarbeit. Und ich bin sehr zufrieden. Dass du das nicht siehst, wundert mich nicht wirklich. Ja, unsere Götter sind auch zufrieden. Wir haben doch jetzt schon ein zweites Volk. Ihr habt ein zweites Volk aufgenommen. Nachdem friedlich integriert, sagt ihr. Integriert, Toast, genau. Toast, Toast. Wir haben den ersten Planeten Cher-Usul genannt, also als Hommage an das Dschungelland, in dem wir einst unsere neue Heimat fanden. Ich bekomme gerade eine Übertragung von einem anderen sternfarbenen Volk. Mal sehen. Werde ich mich später drum kümmern. Ja, und wir werden jetzt einen passenden Namen für dieses System und die weiteren Systeme finden müssen, die wir dann in unser Reich integrieren. Das heißt, der Schatten zieht sich langsam. Natürlich. Über die Galaxie. Der Schatten wächst. Interessante Gespräche. Heißt nicht umsonst so. Und das dunkle Meer, das sich ausbreitet. Ich bin ja sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt zwischen diesen beiden Zivilisationen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem bisherigen Stand. Sehr gut. Mhm. Das wollen wir doch nicht anders haben. Ja. Gut, dann danken wir uns für das Gespräch. Oder Tumlu, möchtest du noch was? Nein, ich habe dazu nichts hinzuzufügen. Du wischst dir nur den Schweiß von der Stirn gerade. Nein, ich beobachte einfach nur. Also gut, dann danke, dass ihr da wart. Bitte. Viel Spaß noch. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Da wird's bald heiß, wa? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir wirklich ganz und gar nicht im Moment. Ja, ich glaube, Orun muss schnell irgendwelche Verbündeten finden. Sonst wird's da wirklich brenzlig für ihn. Er ist sehr, sehr, sehr langsam expandiert zu Beginn. Das ist ein großes Problem. Er hat noch ein paar Welten, die er mitnehmen kann. Ich sehe noch 3 bzw. 4 bewohnbare Welten in seiner Nähe. Weil Wiesel hat halt jetzt natürlich den Vorteil, dass er sozusagen die Front sehr weit von seinem Kerngebiet weg hat. Ne? Das heißt, das Problem, was Wiesel hat, ist, dass er schon so gut wie alles besiedelt hat, was er besiedeln kann. Er hat nicht mehr viele Optionen bei sich in der Nähe, während Orun noch relativ viel Platz offen hat, was er mitnehmen kann, ohne einen weiteren Antrieb. Ja, wobei, Wiesel hat auch noch Richtung Norden ein bisschen was. Ja, wenn er da dort die Piraten da ausräuchert. Aber da fehlt ihm, glaube ich, noch die Militärkraft dafür. Ja. Muss man einfach mal da gucken, sind ja 1500 der Flotten sind die kleineren. Da muss er noch ein bisschen was zusammenkratzen. Ich sehe gerade was Interessantes. Quasi mitten zwischen den Welten von Kasumar. Die Nomadenflotte. Ja, oh, das ist interessant. Das ist Erklär doch mal, sehr was die macht. Und in dem System gleich noch was Interessantes. Die Unendlichkeitsmaschine. Aber erstmal die Nomadenflotte. Die Nomadenflotte ist eine Flotte, die fliegt einfach umher. Die hat keine feste Heimatwelt. Das ist quasi ein Reich auf Achse, wenn man so möchte. Beziehungsweise ein Reich auf Warp-Antrieb. Und die sind einfach die ganze Zeit unterwegs, die fliegen durch die Galaxie, die handeln ein wenig mit den Leuten, ertauschen zum Beispiel Sternenkarten und ähnliches und verkaufen eventuell sogar Schiffe. Aber du weißt da doch sicher noch mehr drüber, oder? Ja, was sie auf jeden Fall auch noch machen können, ist die Kontakte irgendwie geben, ne? Ja, wenn man die trifft,
Wenn man die trifft, dann lernt man auch gern mal jemanden kennen, der ganz wo weit weg ist. Riesige Archerschiffe haben sie dabei. Ein interessanter Anblick. Eine Mahnflotte. Ich bin gespannt, wie die sich auswirken wird. Die hätten schon Warp Drive 3 jetzt. Die können also schon überall wahrscheinlich wandern. Aber um nochmal zurückzukommen, wir haben ja das System Gargantua entdeckt, wo sie gerade durchgeflogen sind, mit der Unendlichkeitsmaschine, mit der Infinity Machine, die hier das schwarze Loch beobachtet. Eine mysteriöse Sache, eine mysteriöse Metallkugel, über die auch wir Tumlone nur sehr, sehr wenig wissen, konnten tatsächlich ihre Geheimnisse nicht lüften. Keiner konnte das bislang. Wir wissen auch nicht, wo sie her ist. Wer weiß. Müsste man vielleicht einfach mal drauf ballern, mal sehen, was passiert. Ja, ich glaube, das ist nicht so effektiv. Eventuell sollten wir die Neffe von Ferun dorthin führen. Die werden mit Sicherheit etwas damit anfangen können. Aber gut, die Nomadenflotte, wo ist sie denn unterwegs gerade? Schauen wir uns doch mal oben. Immer noch im Mihiram-System. Sie scheint dort zu verweilen. Ich bin ja fast verleitet, ein paar Wörtchen mit Weasel nochmal zu wechseln, um zu wissen, wie er darauf reagiert. Ja, theoretisch müsste er sie auf dem Scanner ja schon sehen, ja, ne? Ich glaube, die werden auch mit ihm kommentiert haben. Also ich bin neugierig, hol ihn mal rein. Ich überlasse dir wieder das Sprechen. Als ganz off-Character bin ich neugierig. Okay, ich hol ihn mal. Sei erneut gegrüßt, Sternreisender. Uns ist aufgefallen, dass dort eine Flotte in euer Gebiet eingedrungen ist. In unser Kontakt? Oh ja. Nein, da war eine riesige Flotte, die ist in unser Gebiet eingedrungen. Die haben wir gesehen, aber noch nicht erkundet. Da ist uns doch ein wenig, da haben wir uns gewünscht, dass Saris uns beiseite steht, denn die war sehr stark, 2900. Aber wir können euch beruhigen, das sind keine gewalttätigen Lebewesen. Sehr gut. Aber ja, ihr solltet möglichst schnell Kontakt mit ihnen suchen. Es könnte interessante Ergebnisse mit sich bringen. Okay, dann werden wir das machen. Ich wurde auch gerade kontaktiert von jemandem. Ich weiß jetzt nicht, ob die das sind. Galaktische Nomaden. Ah ja, das sind sie. Ah, okay, es sagt mir nämlich wenig. Aber scheinen ja... Ich glaube, sie sind vor allem an dem Handel interessiert. Sie interessieren sich selten für Dinge wie Planeten oder ähnliches. Diese galaktischen Nomaden, die sind seit Urzeiten unterwegs. Sie waren auch schon, also ich erinnere mich auch schon an Nomaden, die unterwegs waren, als meine Rasse, als die Tumlonen noch jung waren. Welche Handelsmöglichkeiten habt ihr denn mit ihnen? Ich hab schon. Haben die etwa neue Waffen? Sie schlagen mir gerade einen Handelsvorschlag vor. Vielleicht lese ich das dann mal einfach vor. Seid uns abermals gegrüßt, Pontifex Maximus. Damit spricht man ja von Asmodeus von Schwarzmond. Das Vorbeisegeln an den Nachbarstern hat uns besonders viel Plündergut eingebracht. Dabei haben wir gerade den Bau neuer Schiffe abgeschlossen. Wir müssen tatsächlich mehr bauen, als wir brauchen, um die überschüssigen Ressourcen loszuwerden. Die Karawane soll beglichen bleiben ohne Last. Beweglich bleiben ohne Last. Aus diesem Grund wollen wir uns wegen einer Transaktion wenden. Ja, heraus damit, sagen wir. Okay. Das heißt, sie wollen euch Schiffe verkaufen? Ja, 15 unserer neu gebauten Schiffe. 15, also ich mal sehen, ob wir uns das leisten können. Ja, fahrt fort. Wir sind interessiert, würde ich sagen. Das können wir uns derzeit überhaupt nicht leisten. 3000 Mineralien, 1500 Credits. Aber wir haben ja da einen Nachbar unterhalb. Vielleicht ist er ja gewillt, einen Kredit uns zu geben für diese Schiffe. Wäre das sehr interessant. Meint ihr damit? Ich werde ihn gleich mal fragen. Ja, meint ihr damit die Sylzeren Astrum? Die Sylzeren Astrum. Also wir kennen zwar jetzt auch noch den Huliparanon-Kult, aber dieses komische Spinnenwesen, mit denen haben wir noch keinen Kontakt gehabt. Sehen aber, dass sie sich schon ziemlich ausgebreitet haben. Mal sehen.
Ja, da würde ich doch, die sind doch sehr vertrauensvoll, unsere Nachbarn. Von wie heißen sie noch? Die Exul. Die Exul, genau. Da werde ich sie doch mal fragen, ob sie. Wir können da jetzt ja dann auch teilen, dieses Dokument. Nur zu, fragt ruhig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier jemand intervenieren wird. Was? Gar nicht. Wovon redet ihr? Er möchte ja auch gerne mehr über unsere Götter in Erfahrung bringen. Und ich glaube, das werden wir doch auf diesen Wunsch werden wir ihm danach kommen. Also gut. Dann danke für das Gespräch. Ja, gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das wäre natürlich witzig, wenn Orun ihm jetzt Geld gibt, damit er sich eine Flotte kaufen kann. Das würde er aber also nicht machen. Das ist ja zu viel. Ich gehe stark davon aus, dass er es ohnehin nicht gemacht hätte. Aber ganz unauffällig habe ich natürlich interveniert. Und einfach nur geschrieben, sag nein, nichts weiter. Ja, also ich habe eine unmissverständliche Nachricht gesandt. 3000 Mineralien ist auch ja, ein das, bisschen viel. Ja, das hätte er nicht. Also das könnte Zeitpunkt. Er sich ohnehin nicht leisten. Aber... Da müsste er wahrscheinlich bei 3 oder 4 Zivilisationen gleichzeitig alles abgreifen. Ja, ich glaube, das war einfach nur... Das war gerade tatsächlich legitimes Roleplay, das ich ihm geschrieben habe. Sag nein, weil genauso hätte meine Spezies, glaube ich, reagiert. Ja. Aber das ist doch interessant. Also als ja, ich gerade gehört habe, 50 Schiffe, dachte ich mir schon, oh, das könnte böse enden. Hoffentlich ist der Preis hoch genug, ne? Ja. Weil er hat dann ja. auch wirklich nicht die Möglichkeit, Großbünde zu schließen. Er hat höchstens den Holy Paron-Kult. Und da bin ich tatsächlich geneigt, dem Holy Paron-Kult nahezulegen, dass das da oben doch ziemliche Ketzer sind. Willst du ihn nochmal mit ihm sprechen? Ich weiß es nicht. Ich gucke mich erstmal um. Wir warten erstmal und beobachten jetzt ein wenig, würde ich sagen. Dann ich sehe auch... Schau mal auf das Amatar-Imperium. Es ist doch... Ja, hat sich sehr lang gestreckt dort. Sehr expandiert. Hier die ganzen 8 arktischen Welten dort hat er noch besiedelt. 8 Welten hat der Kerl besiedelt. Ich glaub's ja nicht. Uiuiui. Ui. Das Mundi-Protektorat ist da aber... provokant. Ja, da wenn... Nennen wir es so. Wenn die Tarianer aus dem Bürgerkrieg kommen, da werden... Da könnten Konflikte entstehen. Oh ja, das wird nur interessant. Die Liederfüßler sind momentan relativ wenig am Expandieren. Und genauso, oder ähnlich die Chuna. Aber ja, wir haben ein paar Völker, die expandieren sehr stark. Die Exul expandieren gerade gezwungenermaßen ein wenig. Aber mich würde doch mal interessieren, was machen eigentlich hier meine persönlichen kleinen Lieblinge, die Rishani, die haben gerade ihre 3. Kolonie gegründet. Im Jiddis-System. Wir sehen dann hier eine weitere Ozeanwelt. Aber wirklich schnell kommen die auch nicht voran. Ja, naja, ich glaube, die hatten... Ja doch, eigentlich hier in Epsilon Indi haben die ordentlich Mineralien. Also arm dürften die nicht sein. Ja. Vielleicht etwas träge, ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Lass mich einfach oder sie werden. Auf ich dem glaube, Heimatplaneten hatten, vielleicht wenig Mineralien. Sie haben halt das Problem, dass sie sind sehr sesshaft. Also ich zähle das jetzt tatsächlich mal als Roleplay. Und er ist nicht anpassungsfähig. Das heißt, er ist nicht so gut im Besiedeln von fremden Welten. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das tatsächlich da auch mit reingebracht hat ein bisschen und deswegen eher langsam expandiert. Während wie halt Tyrannus mit seinem Amatar-Imperium hat, der halt rasend schnell expandiert, weil er alles mitnehmen möchte. Ja. Aber ja. Und hier, wo wir gerade beim Zusiedeln waren, du hast das Mundi-Protektorat ja da genannt, aber was die Söldner hier machen, die quetschen sich von unten ran. Das haben sie aber schon relativ lange gemacht. Das sind also, ja, aber die sind also nicht die einzigen, die Mundi-Protektorat. Ja. Aber gut. Ich denke... Ich möchte mal ein Gespräch mit dem Paron-Kult führen. Ah ja. Mit Arius. Es wird also nicht leicht für den, der dann die Tarianische Union anführen wird. Oh, stopp. Nein, ich will kein Gespräch mit dem Paron-Kult. Ich möchte gerade doch lieber mit Orun sprechen. Denn die galaktische Nomadenflotte fliegt gerade zu Orun. Ja. Nach Beta Hydri.
Dann holen wir mal Orun. Wenn die nicht gleich weiterfliegt. Nein, die scheint im System zu bleiben. Oh, das wird interessant. Sei erneut gegrüßt, Sternreisender. Seid auch ihr gegrüßt. Ich Hallo. Hoffe, du hast meine Botschaft erhalten. Eure Botschaft? Schau in Steam. Kam gar nicht an. Schau in Steam. Ganz unauffällig. Und auch überhaupt nicht out of character. Da hätte man doch gedacht, dass so weit entwickelte Tumlonen eine telepathische Möglichkeit hätten, die Informationen zu übertragen. Also ich habe eure Nachricht nun vernommen. Sie muss anscheinend an den Störungen meines Heimatplaneten abgeprallt sein. Weißt du denn, worauf das bezogen war? Ja, ich weiß, worauf das bezogen war, und ich habe den Rat, auch wenn ich eure Nachricht noch nicht erhalten hatte, befolgt. Und der Grund dafür ist gerade in dein System eingeflogen. Er ist in Beta Hydri. Eine große Flotte. Falls sie dir nicht bereits aufgefallen ist. Beta Hydri. Auf 0 Uhr von deiner Heimatwelt aus gesehen. Ich bin da in der Hinsicht so... Alpha Hydri meinst du? Alpha Hydri. Nein, ich meinte auf nicht auf 0 Uhr, sondern ich meinte auf 6 Uhr, Entschuldigung. Beta Hydri, ja. Genau. Da habe ich gerade einen Einflug, ja. Eine ziemlich, ziemlich große Flotte. Überhaupt mal kurz die Zwischenfrage. Ach, das ist die Nomadenflotte. 0 Uhr. Ja, 0 Uhr ist 12 Uhr, ja. Aber das mal ganz abgesehen von. Nee, das ist die Nomadenflotte, ja, von der habe ich bereits gehört. Und ich bin erfreut, dass sie auch durch unser Gebiet einmal fliegen möchte. Aber ich habe auch gehört, dass jemand beabsichtigt hat, diese Flotte zu kaufen. Ein Teil dieser Flotte, ja. Ein Teil ist gut. Es wäre auf jeden Fall zu viel gewesen. Also sagen wir einfach so, ich habe Bedenken, jemandem militärische Macht in die Hand zu geben, der potenziell damit meiner Meinung nach eher negative Dinge anstellt, selbst wenn er sie nicht wirklich gegen mich wendet. Das haben wir vermutet, wir wollten nur sicher gehen, dass ihr auch wisst, dass es eine schlechte Idee wäre, sie zu unterstützen. Ja, das wäre eine sehr schlechte Idee gewesen. Habt ihr schon Kontakt aufgenommen zu diesen Nomaden? Ich habe den noch nicht aufgenommen, aber ich werde das jetzt sofort nachholen. Moment. Moment. Warum lachst du? Hat keinen besonderen Grund. Moment mal. Schauen wir uns noch ein wenig um in der Zwischenzeit. Hast du denn in der Zwischenzeit etwas mehr Kontakt zum heiligen Paron-Kult aufgenommen? Ja, ich habe... Ah, und jetzt haben die Nomaden auch geantwortet. Nun gut, eins nach dem anderen. Zuerst die Nomaden. Okay, erstmal die Nomaden, mit denen habe ich jetzt Kontakt aufgenommen und wir werden sehen, wie sich das diplomatisch entwickelt. Aber sie scheinen ja kein Interesse an Planeten zu haben, also habe ich auch kein Problem mit ihnen. Auch innerhalb meiner Grenzen nicht. Und das was die nicht da hören. Nein, also ich kann da absolut mit leben. Das ist eine andere Art der Lebensführung, mit der ich prinzipiell einhergehen kann. Oh, für euch nochmal eine Information, die wir auch bereits wie heißt dieses Volk im Norden noch einmal? Ja, du meinst die Kazulmar? Ja, die Kazulmar, mir fällt nur, das ist ihr Reichsname. Ich weiß nicht, ob das Volk den gleichen Namen trägt. Das Volk trägt nicht den gleichen Namen, sie nennen sich selbst aber die Erwählten. Die Eglen. Okay. Die Erwählten, okay. Nun, wie auch immer, ich habe das auch bereits Ihnen berichtet, als die Nomadenflotte sie besucht hat. Denn die Nomaden sind tatsächlich ein uraltes Volk in dieser Galaxie. Sie haben bereits, sind bereits herumgereist, als selbst meine Rasse noch eine junge Rasse war in dieser Galaxie. Und sie scheinen stets friedliche Absichten zu haben, erfahrungsgemäß. Denn sie hatten sich nie groß in die Konflikte in der Galaxie eingemischt. Mhm. Sie wollen meistens einfach nur ein wenig handeln und in Ruhe gelassen werden. Dementsprechend freut es mich, wenn ihr gute Beziehungen zu ihnen aufbaut.
Ja, im Prinzip habe ich das auch so eben getan. Sie haben mir ein nettes Angebot unterbreitet, das ich mir allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht leisten kann. Darf ich fragen, was das für ein Angebot war? Sie wollten Mineralien und Energie haben und hätten mir dafür Schiffe überlassen. Aber leider kann ich mir das nicht leisten. Aber genau dieses Angebot wollte natürlich auch der große Anführer Wild Weasel mit mir zusammenstemmen. Und ich kann mir denken, was er mit diesen 15 Schiffen getan hätte. Ja, kluge Entscheidung. Was denn? Ich denke, er hätte damit seinen Glauben auf aggressive Art und Weise verbreitet. Und zu Recht. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und absolut nicht zu Recht. Ich finde, man sollte niemandem mit Gewalt seine Überzeugungen aufdrücken. Wer stärker ist, hat Recht. So ist das in der Natur. Ich möchte an dieser Stelle dann, da die Nomadenflotte gerade wieder ein wenig weiterfliegt, möchte ich doch den nächsten Besuch beginnen. Ich bedanke mich für das Gespräch und möchte euch noch den Rat nahelegen, versucht diplomatische Beziehungen zum Paron-Kult aufzubauen. Das tun wir. Das können Sie sich als sehr wertvoll erweisen. Sehr gute sogar, ja. Freut mich zu hören. Mich weniger. Auf Wiedersehen, Urun. Wiedersehen. Lebt wohl, Urun von den Exul. Danke. So. Ja, ich nehme mal an, du willst Kardos jetzt sprechen. Ja, ich glaube, ich will jetzt so lange hin und her springen, bis irgendjemand das Angebot annimmt. Das wird so noch ewig dauern, aber trotzdem. Gefühlt habe ich das gerade vor. Bloß Kardos braucht es da nun eigentlich gar nicht. Er kennt ja einen, außer dem gefallenen Imperium kennt er ja niemanden. Ne? Ich bin interessiert, wie er das im Roleplay, wie er mit dem umgeht. Das würde mich interessieren. Ja, ich hole ihn mal. Ja, danke. Also ihr merkt, wir fallen gerade auch zwischendrin immer wieder aus dem Roleplay raus. Das gehört auch, glaube ich, ein bisschen dazu. Man kann nicht die ganze Zeit Roleplay machen, das wird auch anstrengend im Laufe der Zeit. Aber ja. Sei gegrüßt, Sternreisender. Hallo. Wir haben weiterhin dein Reich beobachtet. Und wir haben eine große Flotte gesehen, die sich deinem Reich genähert hat. Ja, an der nördlichen Spitze. Ich habe sie gerade entdeckt. Von vornherein, sei beruhigt, es ist kein kriegerisches Volk. Es sind die, es ist ein uraltes Volk, das bereits die Galaxie bereiste, als selbst meine Rasse noch jung war. Und sie sind meist nur am Handel interessiert und wollen in Ruhe gelassen werden, davon abgesehen. Und sie haben auch keinerlei Interesse an Planeten. Also ich glaube nicht, dass ihr in Konflikt geraten werdet, aber vielleicht ein wenig Forschung austauschen könntet. Wer weiß? Das wäre mir sehr willkommen. Ich bin gespannt. Sie sind bereits durch verschiedene andere große Reiche geflogen. Und vielleicht bringen sie auch Kunde über neue Reiche zu euch. Wer weiß. Das wäre interessant. Wäre zumindest wünschenswert, ja. Davon abgesehen, eine klassische Frage. Wie sieht denn eure Forschung momentan aus? Sehr gut. Ich hatte eben die große Wahl, ob ich ein mächtiges Forschungsinstitut erforschen soll oder den Warp-Antrieb Stufe 2. Ich habe mich für das Forschungsinstitut entschlossen erstmal. Ich möchte euch dringend ans Herz legen bei der nächsten Gelegenheit. Tumlo, vergiss deine Träne. Ich möchte euch dringend ans Herz legen bei der nächsten Gelegenheit, den nächsten Warp-Antrieb zu erforschen. Denn ich fürchte, es könnte bald auf galaktischer Ebene zu Konflikten kommen. Und momentan sieht es so aus, als würden sie nicht unbedingt im Interesse der Ordnung ausgehen. Ich muss einmal sagen, gerade in diesem Moment nehmen diese galaktischen Nomaden Kontakt mit mir auf. Ich bin gespannt. Sie fliegen weiter. Bisher haben sie nur nett gegrüßt. Ich glaube, sie sind unterwegs. Scheint sich eure Heimatwelt zu nähern. Könntet ihr mit ihnen vielleicht handeln? Leider noch nicht. Bisher sagen sie mir nur, was sie für Wesen sind und wo sie hin möchten. Und wo möchten sie hin? Sie haben kein Ziel. Sie fliegen einfach umher. Nun gut, Nomaden eben. Vielleicht nehmen sie euch nicht so ganz ernst, weil ihr erst eine Welt besiedelt habt. Och, naja, die haben gar keine besiedelt.
Vielleicht haben sie mir aber auch nichts anzubieten, wenn meine Forschungen schon weit fortgeschritten sind. Das mag natürlich sein. Wenn ich mir so eure Heimatwelt anschaue, sie entwickelt sich auf sehr prächtige Art und Weise. Ja, die meisten Trümmer sind bald weggeräumt. Aber ich muss sagen, ich bin neugierig. Ich meine, ich habe euch lange beobachtet, aber ich würde gerne von euch wissen, was ist geschehen mit dieser gigantischen Ringwelt? Nun, es gab einen großen Krieg, in dem die zerstört wurde. Die Gründe für diesen Krieg weiß meine Rasse nicht, da wir im Grunde nur auf dieser Welt gefangen waren. Unsere alte Heimat ist auch im Orbit um dieses schwarze Loch. Allerdings nur noch eine tote Grabwelt. Ah ja, wir sehen's. Wir sehen diese Welt. Alt-Nethon. Genau. Also euch ist nicht allzu viel bekannt, was zu dieser Zerstörung geführt hat. Wir wissen nur, dass es ein großer Krieg war, der unsere einzigen Unterdrücker ausgelöscht hat. Die Gründe für den Krieg, den Gegner und so weiter. Und deswegen sind wir auf der Suche nach Wissen. Wir versuchen es herauszufinden, wer das war und warum das passiert ist. Tumlo, das könnte doch einer von unseren Brüdern gewesen sein, von den allerersten. Könnte. Aber nun gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns wieder. Wir haben ein paar Informationen eingeholt, ein paar Informationen gegeben. Auf Wiedersehen. Mir fällt gerade wohl auf. Die Nomaden bieten mir an, ihre Bevölkerung bei mir anzusiedeln. Allerdings nicht auf meiner Welt, sondern in einer anderen, auf einem anderen Planeten. Ich glaube, ich tue dies einfach mal. Das ist tatsächlich interessant. Auf welcher Welt wird das sein? In Beznar 3. Dort hat sich ein eigenes, unabhängiges Imperium gegründet. Die Namarian Corporation. Aha. Das ist interessant. Das habe ich selten gesehen, dass tatsächlich Nomaden quasi als Nomaden gesiedelt haben. Nun gut, das ist interessant. Ein unabhängiges Reich in eurer Nähe. Ja, ich werde möglichst schnell versuchen, mit den Friedensverträgen vielleicht ein nicht anderes Pakt zu schließen, damit wir voneinander lernen können, denn offensichtlich scheinen sie ja friedlich gewillt zu sein. Das freut mich sehr zu hören. Ich bin gespannt und würde sagen, wir werden uns trotzdem mal weiter auf den Weg machen. Man könnte sie aber vielleicht auch unterjochen und versklaven. Na gut, dafür haben sie eine zu mächtige Flotte dort stehen. Immer diese Kriegstreiber. Vergessen wir das. Auf Wiedersehen, Kadros von der von Ferun. Und wir werden uns sicherlich bald wiedersehen. Lebt wohl. Lebt wohl. Ach ja. Das Schicksal dieser Welt, dieses Systems, ist kein schönes Schicksal. Ich bin gespannt, was er noch darüber herausfinden wird. Aber mal das wieder könnte sein, Es könnte sein, dass sich da jemand ähnlich gezankt hat wie wir manchmal. Und das ist in einem schwarzen Loch geendet. Möglich. Aber um mal kurz das Roleplay zu brechen an der Stelle. Das ist jetzt natürlich sehr interessant. Dass er diese Besiedlung da hat? Ja, das ist sehr interessant. Ich dachte tatsächlich im ersten Moment, dass die sich quasi als seine Untertanen ansiedeln und er damit seine eigene Regel umgehen kann, dass er keine Planeten besiedeln darf. Dachte ich ehrlich gesagt auch im ersten Moment. Aber es wäre natürlich sehr interessant. Gut, es wird nicht möglich sein, sie zu vassalisieren, aber es ist ein Handelspartner, potenziell. Also es könnte sich und ein Verteidigungspartner, ne? Wenn er sich da ein Verteidigungsbündnis irgendwann schaffen kann, dann hat er gleich jemanden, der ihm helfen würde. Kann potenziell sehr interessant sein. Ich bin gespannt. Aber es neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Und ich würde sagen, wir sollten mal, da es ja die letzte Aufnahme des heutigen Tages ist, die letzte Folge, wir sollten uns doch mal ein wenig umschauen. Wie es denn so weitergeht, was hier noch so geschehen ist und einfach mal ein wenig zusammenfassen. Wenn wir sehen, beispielsweise beim Heiligen Paron-Kult und beim Synsteren Astrum, die ja mittlerweile scheinbar Freundschaft schließen. Wenn das Synsteren Astrum noch nicht allzu viele Kolonien hat, ist der Heilige Paron-Kult doch immerhin mit 5 Kolonien ganz gut dabei. Wenn man auch sagen muss, dass die meisten davon Sklaven sind, Sklavenvölker. Weil vielleicht haben sie ja mittlerweile ein paar mehr angepasst. Scheint nicht wirklich so zu sein. Oh. Alle noch versklavt. Greift etwa Kasulmar gerade Sylzeren Astrum an?
Sehe ich jetzt gerade. Moment. Die sind gerade im Krieg. Oh! Da geht's dir schon an den Kragen, Tomlu. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da müssen wir gleich mal suchen. Ah, Saris Wut ist in Gern, im Gern-System. Ja. Und ihr verfolgt gerade Oruns Flotte. Das ist überhaupt nicht gut. Aber sie hat sich, glaube ich, erfolgreich zurückgezogen. Da gibt es also schon den ersten Konflikt. Und der wird direkt auf der Offiziersebene ausgetragen. Ach, das ist jetzt tatsächlich gar nicht gut. Auch off-Character ist das nicht gut. Also ich sag mal so, also... Das ist nicht ideal, sage ich so. Um das sozusagen länger spannend zu halten, müssen wir natürlich gucken, dass jetzt nicht sofort Oron total geschröpft wird, ne? Wir wollen ja nicht gleich in der ersten Folge, dass du deinen Handlanger verlierst. Oder in der ersten, das wäre in sehr, sehr ungünstig. Spieltag. Einfach ein schwacher Start und dadurch direkt raus. Ja. Müssen wir mal gucken. Aber auch davon unabhängig, ich meine, der Krieg wird noch eine Weile dauern. Der wird heute nicht mehr zu Ende gebracht werden, wahrscheinlich. Wenn sie nicht gerade aber friedlich schließen. Was ich gern hätte, wäre natürlich, dass Wiese den Oron erniedrigt auf irgendeine Weise. Das einfach nur als Statement sozusagen. Ja, wir sind die bessere Seite. Also ich muss sagen, ich würde gerade sehr gerne nochmal mit Oron sprechen. Okay, ich hol ihn. Aber er wird wahrscheinlich jetzt Stress haben, ich weiß nicht. Ja. Willst du aber ich will trotzdem nur mal kurz haben. Ja, ich will einfach mal ein paar Fragen stellen. Ich werde ihn auch nicht zu sehr ablenken. Okay. Erneut gegrüßt, Sternreisender. Mit Schrecken blicke ich in deine Welten. Ja, ich auch. Mit Schrecken blicke ich darauf, dass ein Volk nicht einsichtig ist und mich attackiert, ohne einen Grund dafür zu haben. Der Grund ist, er will stärker werden. Wozu muss er mich dann angreifen? Bisher macht ihn das nicht wirklich stärker. Im Vergleich zu dir? Ja. Boah, im Vergleich zu mir durchaus denkbar, möglich. Wie sieht es aus? Bist du der Meinung, dass du diesen Krieg gewinnen kannst? Schwierig. Ich bin mir unsicher. Ich denke mir, das Problem ist folgendes. Meine Welten wird er nicht einnehmen können, aber er kann meine Stationen, Bergbau und Forschungsstationen attackieren. Und das kann ich im Moment nur schwerlich verhindern. Also das Einzige, was geschieht, ist ein wirtschaftlicher Schaden momentan. Richtig, also mein Volk wird er damit nicht unterwerfen können. Ich weiß nicht, die Zerstörung der Stationen trifft mich natürlich hart, aber wir können wieder aufbauen, das ist kein Problem. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Glück. Alles Glück der Galaxie. Ich wünsche es mir auch. Dass ihr diesen Krieg gewinnen könnt oder zumindest nicht allzu sehr verlieren werdet. Und dann würde ich sagen, werden wir noch einmal mit der anderen Partei sprechen. Mach das. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So, dann hole ich gleich noch den Wiesel. Ja. Ah, das ist... Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir also gar nicht gerade. Hallo, Wiesel. Hallo, mein... Ja. Mein treuer Gefolgsmann. Du machst da, ohne dass ich dir sagen muss, machst du genau das, was ich gern hätte. Ja, also finde ich toll. Ich entspreche natürlich auch nur Oruns Wunsch. Er wollte die Götter kennenlernen und jetzt testen wir, ob er den Göttern würdig ist. Bisher verhält er sich ziemlich feige, hat sich da die ganze Zeit zurückgezogen. Wir sprechen nicht darüber, was unser Admiral da zu Beginn gemacht hat. Der ist natürlich auch schon direkt exekutiert worden, da einfach in den Planeten reinzufliegen. Ja, er muss im Blutrausch einfach, ist er einfach, ja, wie auch immer. Das war vielleicht nicht so erfolgreich. Ja, genau. Was ist denn euer Kriegsziel jetzt? Unser Kriegsziel ist herauszufinden, ob er es würdig ist, den Göttern zu folgen. Und wenn er das würdig ist, dann würden wir mit ihm zusammenarbeiten. Derzeit sieht es nicht so danach aus. Ja, dann werden wir ihn wohl
demütigen, ihm zeigen, dass er keinen Platz in dieser Galaxie hat. Also ausgewählt haben wir Tributnation. Vielleicht kann man ja unter unserer Führung noch ein wenig ihn dazu bringen, auf den rechten Weg. Mal schauen, vielleicht demütigen wir ihn auch einfach, um allen zu zeigen, ja, muss ich sagen, was man von ihm halten kann. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Krieg ausgehen wird, aber ich muss gerade doch nochmal unterbrechen, denn ich habe gerade zwei sehr interessante Informationen bekommen. Ja. Und ich muss leider an der Stelle nochmal das Gespräch beenden. Denn es bleibt nicht mehr viel Zeit. Auf jeden Fall wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Bildungsmaßnahme. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, Information Nummer 1. 6000er Nomadenflotte in der Nähe von Orun. Im Xamaton-System. Habe ich auch gerade gesehen. Mal gucken, wie die interagieren. Und ich habe eine kurze Nachricht bekommen und würde doch mal bitten, hol mir doch mal den guten Chipmunk her. Okay. Da sind wir. Ich grüße euch, ihr höheren Wesen. Seid gegrüßt. Meine Beobachter haben mir eine Nachricht gesandt, dass ihr terraformt habt. Ja, das war ein glücklicher Zufall. In Talskia, unsere neueste Siedlung, hatte ein Gerät offen, das wir aktiviert haben. Und nun haben wir dort statt eine alpine Welt eine viel bessere Gaia-Welt, wo wir uns weiterentwickeln können. Erstaunlich. Und da sind auch alle Bewohner sehr fröhlich, sehe ich gerade. Durch dieses Terraforming. Scheinen sehr gut drauf zu sein. Also es ist ein sehr interessantes Ereignis. Und ich sehe, ihr habt auf der Nachbarwelt... Die haben wahrscheinlich die Schweizer Schokolade erfunden auf dem Planeten. Ja, das kann gut sein. So, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich sehe auf der Nachbarwelt eine primitive Spezies. Genau. Und habt ihr schon Kontakt aufgenommen? Noch nicht, weil wir wissen nicht, wie wir mit dem umgehen sollen. Sie sind in einem frühen Raumfahrtzeitalter. Wir wollen sie in Ruhe entwickeln lassen und dann können sie selber entscheiden, ob sie sich uns anschließen wollen oder ihr eigenes Ding durchziehen. Eventuell eine kleine Anregung meinerseits, stellt sie doch unter ihren Schutz. Helft ihnen, technologisch fortzuschreiten. Und das ist eine sehr gute Idee. Ich danke euch. Ich finde die Idee nicht so gut. Ich hätte sie einfach unterjocht. Das ist ein schwaches Volk. Das lässt uns unsere Richtlinie leider nicht zu. Wir wollen ja im Frieden mit allen Lebewesen da sein. Und das sein verbringen. Eine gute Einstellung. Aber diese Richtlinien, die schränken einen doch nur ein. Das ist wahrhaft so. Aber wenn man ohne Richtlinien lebt, kommt es dazu, dass man vielleicht Dinge tut, die man später bereut. Das ist möglich. Muss ich eingestehen. Oh, ein Zacke gesteht etwas ein. Wer hätte damit noch gerechnet? Aber nun gut, ich wollte eigentlich nur einmal kurz nachfragen, was dort geschehen ist, denn mein Beobachter war sehr erstaunt, das zu sehen, dass diese alte Maschine tatsächlich noch lief. Ja, wir hatten es schon ganz vergessen. Wie dem auch sei. Ich denke. Ich muss von euch irgendwie mal dargelegt. Habt ihr mal diesen Planeten besiedelt? Sagen wir von Bekannten von uns. Es könnte einer unserer ehemaligen Brüder gewesen sein. Ist nicht unser Siedlungsgebiet gewesen, aber wir kannten sie. Wie dem auch sei. Unsere Zeit heute neigt sich langsam dem Ende zu. Ich möchte mich nochmal verabschieden von euch. Ich danke euch für den Besuch und bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Lebt wohl, Chipmunk vom Mundi Protektorat. Dankeschön. So, und jetzt würde ich sagen, mal kurz wieder aus dem Roleplay raus, ich werde mal eine Pause machen. Ja. Und für heute Ende machen. Beziehungsweise ich frage einfach mal Ende, ob noch jemand einen Moment braucht. Wenn ja, sollen sie noch einen Moment weitermachen. Aber, ja, das ist jetzt so, das ist das Typische. Die Zeit neigt sich zum Ende zu. Wir haben sowieso schon überzogen unsere Aufnahmezeit. Und ich sitze einfach nur da und denke mir, jetzt passiert alles auf einmal. Kriegserklärung,
Die Nomaden tauchen auf. Tja, aber es ist doch auch ein... Ist doch auch ein super Cliffhanger. Das stimmt natürlich. Das ist, als Cliffhanger ist das Ganze natürlich super. Aber kann man sich nicht mehr wünschen. Natürlich auch für uns, das ist das Problem, weil für uns geht es ja jetzt auch nicht gleich weiter, leider. Wir müssen auch bis nächste Woche warten. Naja, wir können, für uns geht's, oder für alle geht's jetzt sozusagen im Forum weiter, ne? Ja. Wir können ja dann nachlesen. Wir dürfen ganz ja, genau. Die Mitspieler dürfen ja nicht lesen, was die anderen schreiben. Aber wir und alle Zuschauer dürfen ja im Forum auch mitlesen. Und da dürfen wir ja sozusagen jetzt schon mitlesen, wenn sobald es losgeht. Selbst wenn die Videos noch nicht veröffentlicht sind, kann es da gut möglich sein, dass der eine oder andere schon sein Tagebuch anfängt zu schreiben. Ganz genau. Dementsprechend würde ich sagen, ich bedanke mich, beziehungsweise wir bedanken uns natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn die nächste Folge erscheint. Wenn wir wieder zurückkehren in die Galaxie WB02. Und... Oder eben in unserem Forum community.writingbull.de, dort im speziellen Unterforum für dieses Event. Dort werden auch die Tagebücher sein und auch allgemeine Diskussionen. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.